Dienstag, der 3.3. Und ich weiß, was für die Vorstand von gestern. Und die aktuelle Geschichte erstmal mit uns an. Der von heute Nacht ist. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass ich schlecht Dinge vorbereiten kann, montags mit den anderen im Vorstand besprochen, dass wir dann hingehen und über Nacht das wieder über Bord werfen. Ich kann das Ansinnen der Diskussion verstehen über diesen nicht öffentlichen Teil, kann aber die Beantragung aus meiner Sicht nicht zulassen, weil das einfach zu kurzfristig ist. Also wir können mehr oder weniger alle Tops jetzt von der Tagesordnung nehmen und direkt in einen nicht öffentlichen Teil gehen, wenn das gewünscht ist. Ja. Oder wir gehen nach dem vor, wie wir es jetzt hier vorgeschlagen haben und gucken, dass wir uns kurz und knapp mit den regulären Punkten beschäftigen, um dann eventuell dies noch mit in dem nicht öffentlichen Teil zu behandeln. Daniel. Kompromiss, vielleicht gucken wir einfach, dass wir möglichst viel Zeit einfach für das Begehr versuchen überzubehalten, dass das vielleicht keine 2 Stunden werden, glaube ich. Das ist dann so, dann müssen wir das halt gegebenenfalls an anderer Stelle fortführen, aber jetzt einfach sich zu entschließen, das gar nicht zu behandeln, das fände ich doof. Toso. Dazu möchte ich darauf hinweisen, dass du gerne sagen kannst, dass du die Beantragung doof findest. Eine Beantragung nicht zuzulassen, steht hier keinem Einzelnen zu. Wir werden immer darüber abstimmen müssen, ob wir einen Tagesordnungspunkt machen wollen oder nicht. Okay, dann würde ich diesen Tagesordnungspunkt auch gerne dann mit aufnehmen. Werde dann zukünftig auch im Rahmen der Vorstandssitzung und meiner Tätigkeit als parlamentarischer Geschäftsführer hier montags keinerlei Sitzungen mehr vorbereiten können, weil ich jederzeit damit rechnen muss, dass diese, das ist kein Mimimi, sondern weil ich ja jederzeit damit rechnen muss, dass dann noch andere Dinge auch zeitlich betrachtet da dann immer gerne querschießen. Also ich nehme das jetzt gerne mit auf und dann werden wir das dann gleich abstimmen. Unter welchem Wortlaut darf ich das denn aufnehmen, wenn ich das kurz fragen darf? Ich habe den Wortlaut jetzt gerade nicht parat. Bitte. Also ich habe es ja beantragt und ich sag mal, wir machen das genauso aussagekräftig wie sonst, Personalia. Okay. Nee, Quatsch. So, bitte. Gut. Wunderbar. Jetzt habe ich noch weitere Wortmeldungen vor Eintritt in die Tagesordnung gesehen von Michel, von Danebot. Bitte. Bei Top 1 fehlt ein Antrag von Kai von vor anderthalb Wochen, den wir letzte Woche schon nicht besprochen haben, der da heute rein müsste. Wenn wir das, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Sagen wir mal, wir reden über IT. Ungefähr angesetzte Zeit. Der Kai hat ungefähr 5 DIN A4 Seiten voll Fragen. Nee, ist ja okay. Keine Ahnung, eine Stunde. Was ist das für ein Schwachsinn? Ja, komm, dann machen, lassen wir doch eine Sondersitzung ansetzen. Richtig. Ja? Genau. 5 DIN A4 Seiten voll Fragen. Kannst du mal nicht dazwischen reden? Psst, lass mal. Danebot. Von dir? Von mir. Genau. Da wir nicht viel vorhaben heute und sehr viel Zeit haben, kann ich ja auch noch mal was sagen hier. Was du eben gesagt hast, Krampi, du wolltest keine Sitzung mehr vorbereiten mit der Begründung des Unfug. Du musst immer damit rechnen, dass irgendjemand noch irgendeinen Tagesordnungspunkt möchte. Und mit der Begründung, dass wir jetzt hier noch andere Punkte zusätzlich aufführen zu denen, die wir am Montag besprochen haben, kannst du dich nicht hinstellen und sagen, du willst nichts mehr vorbereiten. Das finde ich, das geht nicht. Gut, vielen Dank.
Das nehme ich jetzt so zur Kenntnis. Gibt es noch weitere Wünsche über nicht öffentliche Teile vor Eintritt in die Tagesordnung? Daniel? Also ich versuche es mal konstruktiv. Den Teil, den ich heute Nacht oder gestern Abend beantragt hatte, das waren ja zwei Teile. Haben das alle bekommen? Ich glaube, ein Teil, der zweite Teil davon, beschäftigt uns möglicherweise auf unbestimmte Zeit. So wie ich das sehe, ist das zeitlich nicht machbar. Der erste Teil jedoch dieser beiden Teile beantragten Personalparts ist halt eben enorm wichtig und ich glaube, wir brauchen da halt eine Entscheidung der Fraktion. Ich würde also meinen Antrag insoweit ändern, dass ich einen Personalteil von, sagen wir mal, 30 Minuten beantrage und den zweiten Part quasi im Moment erstmal hinten rüberfallen lasse. Ja, sollten wir dann entweder nächste Woche machen oder vielleicht sogar dann tatsächlich mal den Vorschlag aufgreifen, den Dietmar gerade reingerufen hatte, uns da mal separat zusammensetzen. Ich möchte daran erinnern, dass ja von vornherein da der Bereich Personal ja mit drin stand, über einen gewissen Zeitraum, den wir dann jetzt entsprechend ausgeweitet haben. Von daher, welche Zeitfenster hättest du denn gerne? Ja, ich glaube, 15 Minuten standen vorher. Ich hatte jetzt gerade 30 Minuten veranschlagt. Dann lass uns da 45 Minuten rausmachen und ich glaube, dann kommen wir auch zeitlich tatsächlich hin. Für diesen Teil brauchen wir 45 Minuten dafür. Warum? Nein. Das ist doch lächerlich. Die Sache ist doch längst gelaufen. Das ist doch schon erledigt. Michel. Guten Tag. 45 Minuten wird nicht reichen, wenn das eine die Fortsetzung der Diskussion vom letzten Mal ist, die wir einfach nur vertagt haben. Dann war da 15 Minuten schon relativ knapp, wenn dazu jetzt noch eine Personalie kommt. Aber ich mag das nur dahingestellt haben. Worauf läuft dann? Ich habe eine Frage. Worauf das hinaus läuft? Das werden wir dann sehen. Ich. Ja, euch. Ja, wir können jetzt tatsächlich noch eine Stunde darüber diskutieren. Dietmar, ich weiß nicht, was das euch jetzt soll. Das, was Michel hier gerade vorgetragen hat, hat nichts mit dem zu tun, was ich beantragt hatte. Nein. Überhaupt gar nichts damit zu tun. Das hatte ich gestern in einer Mail formuliert. Tatsächlich erst sehr kurzfristig, sorry dafür. Ich wusste aber vorher leider nichts von dem Umstand, dass die Sachen halt noch weiterhin vakant sind. Also insofern möchte ich ungern jetzt noch eine Woche halt verstreichen. Ja, Messen kurz vor eins war das, ne? Genau. Der Punkt ist ja auch in der letzten Phrase schon im Prinzip hinten rübergefallen, weil wir uns nicht an die Zeiten dann gehalten haben. Das ist ja immer so ein bisschen Kacke, sag ich jetzt einfach mal. Also ich hätte gleich auf jeden Fall gerne diesen Personalteil, damit wir dieses Ding dann tatsächlich auch irgendwann erledigt haben. Gut. Gibt es weitere Wünsche nach nicht öffentlichen Teilen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Kommen wir dann zur Abstimmung über die nicht öffentlichen Teile im Rahmen von Top 1. Das ist einmal der Bereich Personalia. Circa 45 Minuten sind dafür jetzt angesetzt. Ich werde heute mal auch ein bisschen versuchen, dann da etwas stärker auf die Zeiten zu achten, zumindest erinnerungstechnisch. Wer einem Personalienteil gleich zustimmen kann, ich würde trotzdem hingehen und dann en bloc abstimmen. Konzeptionelle Aktion von Joachim geht es, kann ich soweit sagen, um Teambildung und Rückfragen mit einem kurzen Zwischenstand von Joachim in Bezug auf etwas, was wir schon länger angedacht haben, wo es erste Schritte gibt, wo Joachim bei euch gerne taktisch einen Rückhalt haben möchte. Dann geht es um den Bereich der anstehenden Kampagnenmöglichkeiten von mir im Erstaufschlag, wie angekündigt, dass wir da dann ebenfalls etwas haben, was uns über einen etwas längeren Zeitraum begleiten wird. Einstiegstechnisch hatte ich dafür 30 Minuten angesetzt. Und dann haben wir den Bereich IT mit einem geschätzten Zeitaufwand von 60 Minuten. Wir hätten dann also 150 Minuten. Spricht sich jemand gegen diese nicht öffentlichen Teile aus, der möge dies dann jetzt signalisieren. Ich sehe Olaf, spricht sich gegen diesen nicht öffentlichen Teil aus. Von daher, Michel, was? Oh,
dann würde ich sagen, machen wir das so und kommen dann jetzt zum nächsten Punkt, Top 2, dem Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Ich würde ganz gerne bei der Pressestelle anfangen, denn es gibt noch Dinge, die, glaube ich, in der Pipeline sind, aktuell schon, oder? Oh, Verzeihung. Ich habe gerade einen Fehler begangen. Gibt es? Nein, nein. Man kann das schon gerne so sehen. Wer wollte sich denn gerade bei der Abstimmung enthalten? Das sind Toso, Moni. Nein, welche Abstimmung? Dietmar, nicht. Teile. Ich enthalte mich nicht. Frank. Das ist Quatsch. Wir müssen das jetzt so richtig durchziehen und gut ist. Wir machen das ganz einfach mal so. Müssen wir nicht, aber. Dann jetzt also eben kurz zum Bericht der Pressestelle, bitte. Ja, Ingo. Schönen guten Morgen. Die Themen, die uns in dieser Woche beschäftigen, sind vorwiegend heute eine LPK zur Deradikalisierung im Strafvollzug. Der Herr Kutschaty tritt da vor die Presse heute Mittag, da sind wir mit Dietmar in Kontakt. Morgen bei der CDU ein Pressegespräch zu Thema Salafisten. Mehr wissen wir da leider noch nicht, haben wir aber auch im Blick. Donnerstag der Ausschuss, der sich um Verkehr kümmert, mit den Themen Rheinbrücken, die vor sich hin bröckeln, E-Scooter, Euroliner, Flughäfen, also alle schöne Themen, wo wir mit Oliver Kontakt aufnehmen, sobald er wieder hier ist. Und Freitag dann unser Antragsmammel, das werden wir natürlich entsprechend dann auch im Web 2.0 pushen und kommunizieren. Ansonsten gibt es noch ein, zwei, drei Gespräche mit Journalisten. Unter anderem gibt es einen Wechsel in der Redaktion von Deutschlandradio. Die Frau Schmidt-Matern hat den Staffelstab abgegeben an den Herrn Dr. Küpper. Der stellt sich uns in den nächsten Tagen vor. Dann sind wir noch dran an der Kommunikation zu der Veranstaltung, wo Moni gleich was zu sagen wird, zur offenen Ganztagsschule, 17.04. Haben wir am eigenen Punkt in der Tagesordnung. Und dann noch ein Hinweis, es gibt jetzt mittlerweile die technische Möglichkeit, der eine oder andere hat es vielleicht auch schon gesehen, dass wir veranlassen, dass der Twitter-Kanal von der Piratenpartei, also vom Bund, uns dann automatisch retweetet, wenn wir das denn anstoßen. Das kann man maximal 5-mal am Tag machen. Das heißt, zuerst würden wir was twittern mit 20 Piraten und können wir dann durch gewisse Codes das dann veranlassen, dass dann Piratenpartei das dann retweetet. Ja, die Möglichkeit gibt es, werden wir kräftig ausnutzen. Immerhin haben die eine Vielzahl von Followern. Ich würde allerdings darum bitten, dass man da nur, ich sag mal, sehr vorsichtig und vor allen Dingen auch nur bei inhaltlich wertvollen Tweets darauf zurückgreift. Die Partei hat angekündigt, das genau im Blick zu halten, wer da was wie twittert. Und wie gesagt, es ist limitiert auf 5-mal am Tag. Und ich fände es super, wenn man davon Gebrauch macht, dass man da vielleicht ganz kurz dann Rücksprache mit uns hält, weil wir haben vor, das halt eben dann auch zu planen. Und wäre dann blöd, wenn dann die Planungen durch spontane Tweets dann ausgereizt wird. Ja, das wäre es soweit. Was sind Qualitätstweets? Genau. Vielen Dank, Ingo. Der Fraktionsgeschäftsführer ist heute leider nicht zugegen. Ich mache das dann eben aus dem Bereich des Vorstandes. Wir haben ja gerade nach wie vor eine relativ hohe Krankenstandswelle, möchte ich fast sagen. Es ebbt aber zum Glück gerade ab, sodass teilweise Dinge, die letzte Woche geschoben werden mussten, dann gestern auch wieder angegangen werden konnten. Das war so ein bisschen schwierig in der vergangenen Woche. Es gibt nicht nur bei der Presse, sondern halt auch innerhalb der Referentenrunde gestern im Anschluss auch an die Vorstandssitzung. Thematisch gibt es einiges an Möglichkeiten, was man machen kann. Es wurden einzelne Themen auch schon bearbeitet. Danebot hatte mit eingebracht, zum Beispiel die TVGG auf Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Das ist gestern auch schon besprochen worden. Ich glaube, da wird entsprechend werden. Bitte? Okay, da werden die Referenten, glaube ich, heute im Laufe des Tages halt auch auf die
entsprechenden MDL zugehen. Dann gab es einiges an angesetzten Veranstaltungen, die sowieso stattfinden werden, andere, die sich in Planung befinden. Und dann haben wir, das kann ich auch kurz sagen, mehrere Bereiche für die Restjahresplanung auch im Nicht-Öffentlichen schon besprochen, die ich dann verteilt über die kommenden Sitzungen auch immer wieder hier im nicht-öffentlichen Teil, solange das nicht möglich ist, ansprechen werde. Und es steht an der bald der Abschlussbericht der Chemie-Enquete. Das haben wir gestern auch schon kurz besprochen. Da wird entsprechend etwas vorbereitet, dass wir dies dann auch hier im Rahmen der Sitzung dann halt mal vorstellen können. Gibt es da noch konkrete Fragen zu gerade? Grundsätzlich, ja, dann bitte grundsätzlich. Ja, ich wollte den Sachstand abfragen, wie es aussieht mit der Ausschreibung zur Verfassungskommission. Da hatten wir zur Assistenz, genau. Da hätte ich gerne gewusst, wo wir da gerade sind. Da habe ich leider bis jetzt keine Rückmeldung zugekriegt. Ich weiß nicht, ob die Ausschreibung inzwischen rausgegangen ist. Ich weiß da leider nichts von. Michelle, ist das bei dir anders? Auch nicht. Da hätte ich dann schon gerne von der Geschäftsführung gewusst, wo wir da gerade stehen. Hast du? Nee, warte mal. Verfassungskommission. Nee, da steht Personal. Also hier. Das war ein Bericht der Personalia gestern, ja. Ne? Ja, ja. Genau. Ah ja, genau. Die Ausschreibung, interne Ausschreibung, so wie beschlossen, besprochen, hat stattgefunden. Es gibt keine einzige Bewerbung. Es wird jetzt eine kleine öffentliche Ausschreibung stattfinden, also nicht diese ganz große Nummer, sondern eine etwas begrenztere, und das ist jetzt in Arbeit. Ja. Gut. Ich hätte dies im Übrigen im Bereich der Personalia in Kombination mit allen anderen anstehenden Ausschreibungen vielleicht dann mit zusammengepackt, weil ich hatte das separat schon. Ja, wie gesagt, ich hatte es halt in einem großen Paket zusammengepackt. Gibt es weitere Anmerkungen hierzu? Daniel hatte noch, genau. Ich hätte dieselbe Frage Personalien stellen können, aber da können wir ja dann drauf kommen, wenn es soweit ist. Frage, welche der anderen Fraktionen hat sich bislang denn zu dem Operation Last Chance zurückgemeldet, beziehungsweise nicht zurückgemeldet? Auch da, immer noch, habe ich keinerlei Rückmeldung vorliegen. Wir beide hatten ja letzte Woche, leider hatte ich da nicht die Zeit gefunden. Vielleicht können wir... Ich bin den ganzen Tag hier. Vielleicht können wir uns da nochmal gemeinsam hinsetzen, dass ich dann mehr oder weniger nochmal mich in Rücksprache mit dir dann direkt an die einzelnen Leute mal wenden kann. Du brauchst nicht rückfragen, also doch, bei schon. Mir? Nein, in Rücksprache mit dir. Du brauchst mich nicht rückfragen. Also ich will tatsächlich nur wissen, ob sich die anderen Fraktionen gemeldet haben oder nicht. Und wenn nicht, dann die Bitte nachzuhaken. Ne, weil wir haben dies mit den Antragsfreitags, der Antrag liegt jetzt, weiß nicht, 8 Wochen rum. Und ja, ich würde halt gerne wissen, ob, wenn da nichts kommt, ob die nicht wollen oder. Ist ja auch gut. Gut, wir können natürlich auch hingehen und sagen, der Vorstand ist dafür nicht zuständig. Dann wende ich mich selbst an die anderen Fraktionen. Das kann ich gerne tun. Das halte ich nur für nicht sinnvoll. In dem Zusammenhang. Na, also das ist es ist mir ein Anliegen und wir haben einen entsprechenden Beschluss gefasst. Wir müssen aber offenbar bei den anderen Fraktionen wohl nachhaken, von selber kommt da nichts. Und da möchte ich einfach drum bitten und das sollte möglichst zügig geschehen. Gibt es weitere Anmerkungen zum Bereich der Vorstandssitzung? Rückfragen, Bereiche, Teile, die wir nicht ausreichend behandelt haben in der Hinsicht. Gut.
Das sollten wir festhalten. Top 3. Ausbildung der Rechtsreferendarin NRW und Bekenntnis zur Landesverfassung ist relativ rasch, glaube ich, abhandelbar. Und das war auf Wunsch von Dietmar. Bitte. Ja, ich hatte euch ja mal, wenn auch sehr spät am Abend oder in der Nacht, eine Mail rumgeschickt. Es geht darum, dass Referendare in Nordrhein-Westfalen, wie aber auch in vielen anderen Bundesländern, ja nicht mehr Beamte auf Widerruf sind und dementsprechend auch keine Vereidigung mehr stattfindet, insbesondere keine solche auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland oder die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalens. Und da stellt sich im grundsätzlich auch die Frage, da verschiedentlich damit gerechnet werden muss und es teilweise eben auch schon offenkundig geworden ist, dass Menschen aus der Neonazi-Ecke oder auch aus der salafistischen Ecke Bürgerdaten einsehen können, mit Bürgerdaten, mit vertraulichen Dingen, auch im Zusammenhang mit Prozessen, egal ob Strafprozesse, Zivilprozesse, Verwaltungsprozesse etc. pp., an Daten gelangen können, ob und inwieweit hier sichergestellt werden kann, dass das alles auf dem Boden der Verfassung und konform mit ihr stattfindet, wie aber auch darüber hinaus müssen wir natürlich oder können wir darüber nachdenken, ob nicht hier ein möglicherweise Sicherheitsdefizit im Datenschutzhinsicht existiert, gerade in dem Bereich, vor allen Dingen dann, wenn eben nicht der Beamtenstatus hier mehr eine Rolle spielt und dementsprechend auch keine beamtenrechtliche Überprüfung der jeweiligen Personen stattfindet. Also sprich Führungszeugnis, weil ist halt B, glaube ich, ne? Führungszeugnis B, Klasse B, etc. pp. Und dennoch, findet eben hier, ja, so, die Problematik steht im Raum, um es mal ganz einfach zu sagen. Und es gibt eine Fragestellung in dem Zusammenhang, wie wir als Fraktion dazu stehen, dass eine Verpflichtung der, wie es auch in anderen Bundesländern, in wenigen anderen Bundesländern allerdings noch gemacht wird, wie zum Beispiel Bayern, Sachsen und so weiter, dass in Nordrhein-Westfalen keine Verpflichtung auf das Grundgesetz und keine Verpflichtung auf die Landesverfassung in Zusammenhang mit der Ausbildung im Referendardienst der Juristen gegeben ist. Das heißt also, Umkehrschluss, wollen wir das oder würden wir befürworten, dass in irgendeiner Form eine entsprechende Verpflichtung manifestiert wird, dokumentiert wird, oder wollen wir das nicht? Ich sehe Frank, ich selber hebe auch schon mal die Hand. Ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, geht es um die Einsicht in vertrauliche oder zu schützende Unterlagen der Rechtsreferendare, dass sie also durch ihre Tätigkeit Kenntnis erlangen von Verfahren oder, was hast du gesagt, ja, also auf jeden Fall persönliche Daten anderer. Und ich kenne jetzt die besondere Lage bei den Rechtsreferendaren nicht, aber grundsätzlich sehe ich jetzt keinen Unterschied zwischen einem Angestellten oder Beamten oder in sonstigem statusbeschäftigten Menschen, der sicherheitsrelevante oder vertrauliche oder persönliche Unterlagen ansieht. Es gilt immer das gleiche Datenschutzgesetz, gilt ja kein anderes für Beamte. Jetzt haben Beamte grundsätzlich einen anderen Status, eine Verpflichtung auf die Verfassung. Das hat was mit der Beamtentätigkeit zu tun, aber gar nicht so sehr mit dem zu berücksichtigenden Datenschutz für die Einsicht in die persönlichen Daten anderer. Insofern verstehe ich jetzt die Verbindung nicht ganz und vor allen Dingen auch, wie so ein Bekenntnis zur Verfassung einen Angestellten daran hindern könnte, etwas nicht zu sagen oder zu verbreiten. Das reine Bekenntnis, weil es strafbewehrt ist ja da nichts. Ich selber fühle mich gerade an die historisch
vergangenen Diskussion in Bezug auf Berufsverbote direkt erinnert, egal aus, ob aus der linken oder aus der rechten Ecke. Die Sache mit der Freiheit, ja, es gibt immer die Gefahr in dem Zusammenhang, auch dass Informationen weitergegeben werden können, aber sozusagen eine Verbotskultur wieder auch in diesem Bereich einzuführen, weiß ich nicht, ob das wirklich so rettend oder hilfreich sein kann. Auch das ist, wenn man das historisch jetzt sich nochmal rückblickend anguckt, ja kein unheißes Eisen. Das ist richtig. Jetzt geht's Toso, Dirk. Ja, also es ist ja so, dass die Rechtsreferendare ja dafür 2 Jahre quasi temporär bis jetzt Beamter im Anwärterzustand, wie auch immer, waren und nur in der Hinsicht den Amtseid abgelegt haben, der übrigens, wenn man quasi nicht sein Leben lang eine Beamtenlaufbahn betreiben will, ansonsten ziemlich folgenlos ist, der Verstoß dagegen. Von daher macht es, glaube ich, keinen Sinn, da zu sagen, die müssen unbedingt im Beamtenrecht bleiben. Wenn man möchte, dass ein Rechtsreferendar eine gewisse Rechtstreue zu dem System hat, was er da gerade erlernt, quasi, auch schon in einer weiteren Form erlernt, dann kann man das ohne Beamtenstatus machen. Das hat sogar den Vorteil, dass man dann halt sagt oder in so eine gesonderte Stellung durchaus reinschreiben kann, Verstöße gegen unser Grundrecht, unsere Verfassung werden entsprechend geahndet. Das ist durchaus möglich. Ich weiß nicht, wie ist das in anderen Ländern geregelt? Haben die einen besonderen Status? Ich meine schon, ne? Da gibt es in anderen Bundesländern, da haben die Rechtsreferendare teilweise einen anderen Status. Die sind auch nicht mehr Beamte auf Widerruf, sondern da gibt es quasi so eine extra Vereinbarung. Das wäre vielleicht ein Weg, den man gehen könnte. Mhm. Und Grundgesetz und Landesverfassung sind die einzigen Ecksteine, die da gelegt werden können. Auf keinen Fall mehr. Kurz, warte, ich habe mit Dirk. Also ich sehe da jetzt für die Praxis keinen Vorteil, wenn es Beamte sind. Also aus einem ganz einfachen Grunde, wie Frank schon sagte, das Datenschutzrecht ist dasselbe. Ob Beamte oder nicht, die dürfen es trotzdem nicht sagen. Und wenn sie oder weitergeben, dann wäre es ein Geheimnisverrat, so oder so, ob sie Beamte sind oder nicht, ist völlig egal. Auch, wie gesagt, stelle ich mir das praktische Problem, was der Beamtenstatus ändern würde. Die können dann trotzdem reingucken. Das Einzige vielleicht halt, wie du sagtest, dann könnte man dafür sorgen, dass sie gar nicht erst ins Referendariat kommen. Vielleicht leichter, wenn es um sich Beamte handelt, aufgrund dessen, dass sie halt ein Führungszeugnis zeigen müssen. Das wäre eventuell eine Sache, aber dann stellt sich wiederum die Frage, über wen reden wir? Wenn es Straftäter sind, über die wir reden, dann haben wir sowieso andere Mittel. Sind es keine Straftäter, sondern sie kommen einfach nur aus dieser Ecke, dann ist das, was Grumpy sagte, relevant, nämlich dann reden wir über Berufsverbote, weil ohne Referendariat kein zweites Staatsexamen, das heißt, der Beruf des Anwaltes ist dann hinfällig. Ob wir das unbedingt wollen, ist halt die Frage, da würde ich dann auch ja sagen, nein. Auch aufgrund der Verhältnismäßigkeit, weil ich halt in der Praxis keine Vorteile sehe. Denn an die Daten kommen sie dann so oder so ran, auch wenn es Beamte sind. Ja. Ja, erstmal danke für die Beiträge. Die Frage stellt sich gar nicht, ob jetzt der Status geändert werden soll bei den Referendaren in Nordrhein-Westfalen, wie es jetzt zurzeit ist. Sondern es geht einfach nur darum, 2 Punkte. Der erste Punkt ist, dass eben aus sogenannten extremistischen Kreisen Zugriff auf Daten möglich sind. Die sind aber immer möglich, da bin ich völlig bei euch, ob ich nun mich auf irgendwas festlege oder mich vereidigen lasse oder was auch immer. Und es bleibt letztendlich dann folgenlos, außer dass man eben die normalen gesetzlichen Folgen zu befürchten hat, wenn man gegen Datenschutzgesetz verstößt oder auch sogar strafbare Handlungen begeht auf diesem, in diesem Umfeld. Darüber hinaus geht es eben nicht darum, dass der Beamtenstatus wieder eingeführt werden soll für Referendare, sondern es geht einfach darum, ob Referendare, Rechtsreferendare auf die Verfassung, sprich Landesverfassung und das Grundgesetz verpflichtet werden sollen. Das heißt also, dass ein Bekenntnis dazu bei Antritt dieses Referendardienstes
quasi abverlangt wird. So wie es eben in Bayern, Thüringen, Sachsen, die Länder habe ich ja aufgeführt, der Fall ist. Also ähnlich wie Toso das sagte, dass man dann irgendeine Art Rahmenvereinbarung oder was auch immer, eine Verpflichtungserklärung macht, wie bei einem Arbeitsvertrag, ich ja auch zum Beispiel Datenschutz, eine Datenschutzverpflichtung in der Regel ist das so, bei vielen Arbeitsverträgen ist das nun mal so, dann entsprechende Datenschutzerklärung unterschreibe und verschiedene andere Dinge, zu denen man sich natürlich im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses, eines Dienstverhältnisses bekennen muss, damit der Arbeitgeber sagt, okay, du hast dich hier, also nicht um den Arbeitnehmer auch quasi aufzuzeigen, worum es da geht. Ja? Nicht nur um irgendwie zu sanktionieren, das wird man immer können, sondern es geht einfach darum, dass man auch eine entsprechende Sensibilisierung dann mit bei Dienstbeginn mit abverlangt. Gut, also wenn ich das zusammenfassen darf, nach den Wortmeldungen, die wir jetzt hier zusammengetragen haben. Okay, dann sollten wir das vielleicht. Dann sammelst du das noch? Ja, ja. Mhm. Entschuldige, deine Wort. Wenn das in Richtung von dem alten Radikalenerlass geht oder den Berufsverboten, möchte ich an das Urteil des EuGH erinnern, dass einer hessischen Lehrerin Schadensersatz zugesprochen hat. Da musste Hessen 1,5 Millionen Mark oder sowas bezahlen, entgangenen Lohn. Was? Ich finde es ausgesprochen schade, dass nicht alle 5.000 Berufsverbote-Opfer bis zum EuGH geklagt haben. Dann hätte das nämlich es war ja ein sozialdemokratisches Modell, Willy Brandt, wir wollen mehr Demokratie wagen, und dann kamen die Berufsverbote, ja. Das hätte richtig Geld gekostet. Schade, dass nicht alle durchgeklagt haben. 5.000, die entlassen wurden ungefähr, davon, soweit ich weiß, nicht ein Rechtsextremist. Alles Linke oder Leute, die von den Alt- und Neonazis im Verfassungsschutz für Linke gehalten wurden. Und das wird hier wieder ähnlich laufen in diesem Fall. Da werden Salafisten rausfliegen und Linke, aber es wird kein Nazi rausfliegen. Und diesmal werden die... der eine schmeißt nicht den anderen raus, genau. Und deshalb ist das hochproblematisch und wir sollten da die Finger von lassen. Es ist bisher auch so gewesen, seit dieser Radikalenerlass ja außer Kraft ist, das ist ja seit 15, 20 Jahren ungefähr, ist die ganze Zeit tendenziell die Möglichkeit gewesen, dass irgendjemand auf Daten zugreifen kann, von dem man eigentlich nicht möchte, dass er das kann und die missbraucht. Diese Möglichkeit oder diese Gefahr besteht immer, wenn du irgendwo Daten hast und Menschen darauf zugreifen können. Ja, das ist ja das Problem auch bei der allgemeinen, in der IT, Sicherheitsprobleme sind zu 80% Menschen und nur zu 20% Technik. Also Menschen, die nicht aufpassen, Menschen, die erpressbar sind, Menschen, die kriminell sind. Ja, Social Engineering ist da das Hauptproblem, gar nicht so sehr die Technik. Das lösen wir nicht, wenn wir wieder Berufsverbote oder sowas einführen. Denn auch bei denen, die dann weiter mit diesen Daten arbeiten, die können welche durchgeschlüpft sein durchs Netz oder gar nicht ins Beuteschema passen und deshalb nicht auffallen und sich da bedienen. Das Problem besteht immer, da muss man sich drüber im Klaren sein, ganz einfach. Und es gibt keine 100%ige Sicherheit in dem Bereich. Jetzt noch kurz Frank, weil ich gucke halt schon auf die Uhr. Ja, ganz kurz noch wegen der letzten Ausführung von Dietmar. Hast du Erkenntnis, dass hier die Referendare, Rechtsreferendare in Nordrhein-Westfalen ohne jede Datenschutzverpflichtung an Unterlagen, Akten und Dateien kommen? So habe ich das gerade verstanden. Also völlig unabhängig jetzt von der Bekenntnis der Landesverfassung, also dass die gar nichts unterschreiben müssen? Hast du so eine Erkenntnis? Die müssen nichts unterschreiben, ja. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Nee, die müssen also Datenschutzerklärung muss völlig unabhängig gemacht werden. Also eine Datenschutzerklärung. Ja gut, aber ja, es geht. Das weiß ich jetzt wirklich so konkret nicht. Das weiß okay, ich aber nicht. Das wäre der ja, ob die eine Punkt Datenschutzerklärung abgeben müssen allgemein oder bei dem jeweiligen Dienst, der Dienststelle, beim Gericht beispielsweise oder in der Verwaltungsbehörde, das ist mir nicht bekannt. Das ist mir nicht bekannt. Toso. Genau. Was vielleicht ein Punkt wäre, der da durchaus vielleicht ein gangbarer Weg wäre, einfach, uns ist ja der Datenschutz an der Stelle auch mal besonders wichtig,
Natürlich sollte ein Rechtsreferendar an der Stelle schon über die Wegbarkeit und Unwägbarkeiten des Datenschutzgesetzes Bescheid wissen. Gleichwohl wäre es vielleicht eine interessante Alternative, an der Stelle nochmal eine gesonderte Datenschutzschulung, die ja nicht unbedingt lange gehen muss, aber die die Essentials zumindest beinhaltet, nochmal verpflichtend zu machen. Dass jeder, der Rechtsreferendar werden will, nochmal einen zusätzlichen Kurzlehrgang im Bundesdatenschutzrecht machen muss. Würde auch helfen, das Datenschutzrecht grundsätzlich weiterzutragen im Juristischen. Das ist kein Witzebuch. Dann stand ich selber noch mit drauf. Ich hatte halt gesagt, mit dem Berufsverboten, das ist jetzt kein, es soll ja gerade nicht in die Richtung gehen. Ich hatte das nur gesagt, dass es mich daran erinnert, weil das gerade eben so klang, als wenn es hier direkt darum geht, Berufsverbote einzuführen. In Bezug auf den Datenschutz möchte ich halt darauf hinweisen, dass es eigentlich in fast allen Gesetzen, also hier in NRW, regulär die sogenannten Verschwiegenheitsklauseln gibt. Und ich weiß nicht, ob man dahingehend das Ganze nochmal prüfen kann. Ich nehme jetzt ganz bewusst hier nochmal das Fraktionsgesetz, wo unter anderem auch über die Angestellten es den Passus § 11 gibt, in dem es halt heißt, dass sogar nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses über die Tätigkeit hier im Landtag kein einziges Wort verloren werden darf. Also das ist schon auch sehr eindeutig geregelt, auch in Bezug auf den Datenschutz. Und irgendwas Vergleichbares könnte ich mir halt auch in dem Bereich des Referendariats denken. Ob dann da sozusagen nicht dann schon eine Überregulierung stattfinden könnte oder es nur um eine gefühlte Geschichte geht. So, jetzt sehe ich noch eine, hatte ich noch eine Wortmeldung von Frank gesehen und dann würde ich Dietmar ja, den Abschluss ganz machen. Kurz, also Toso hat recht, da kann man vielleicht eine gesonderte Datenschutzverpflichtung noch einführen, aber man sollte vorher mal gucken, wie denn der Sachstand ist. Und den sehe ich jetzt im Moment noch nicht geklärt. Das heißt also unabhängig von der Verpflichtung zur Verfassung, wie der Sachstand grundsätzlich ist, welche Datenschutzregeln da eingehalten werden müssen. Und dann kann man gucken, ob noch eine Lücke ist, finde ich. Okay, ich möchte daran erinnern, was der Tagesordnungspunkt war. Der letzte Salafist, mit dem ich geredet habe, der hat mir gesagt, dass er sich von der Datenschutz, von dem Datenschutzwisch, den er da unterschreibt, nicht davon abhalten lässt, dass er sich irgendwie Daten nimmt. Ich würde darum bitten, dass wir über... Ja, das werde ich dem Kollegen Jäger mitteilen. Also ich würde darum bitten, beim Thema zu bleiben. Es driftet doch jetzt gerade ein bisschen sehr ab und... War eh die letzte Wortmeldung. Okay, dann bin ich... Vielen Dank, Michel. Wir sind quasi zu Ende durch mit dem Thema. Es passiert was. Also zunächst mal haben wir hier die Meinungen ausgetauscht, wie das denn aussieht, ne, mit Zugriff auf Daten und Datenschutz, so weit, so gut. Die Fragestellung, die ja klar war, war die, sind wir diejenigen, die sagen, der Unbill Vorsorge zu leisten, dass wir in Nordrhein-Westfalen wiederum eine Verpflichtung der Rechtsreferendare auf das Grundgesetz wieder einführen wollen, ja, was wir eben nicht haben im Moment, was wir mal hatten, aber was wir eben nicht mehr haben. Das wäre eben die Fragestellung, die hier im Raum steht. Also ich persönlich bin der Auffassung, dass jede Verpflichtung auf irgendwas, wie Michel zu Recht sagt, niemanden, der was anderes im Schilde führt, davon abhält, es dann doch zu tun. Also ganz klar, ja. Rote Ampel heißt ja auch, ne, man soll durchfahren, oder wie war das? Ne? Also drum. Ich glaube, das hier als Konsens festgestellt zu haben. Allerdings wäre es ja schön, wenn wir vielleicht im Rahmen eines Meinungsbildes, welches ich dann wie folgt formuliere, da zu etwas kommen können. Das Meinungsbild also zu der Frage, sind wir dafür, dass Rechtsreferendare in Nordrhein-Westfalen sich künftig wieder ausdrücklich zum Grundgesetz bekennen sollen?
sind wir dafür, dass Rechtsreferendare sich künftig in Nordrhein-Westfalen wieder ausdrücklich zum Grundgesetz und zur Landesverfassung, so muss man sagen, bekennen sollen. Das Meinungsbild steht im Raum. Bitte. Ja. Ausdrücklich bekennen. Ja. Es geht aber in dem Fall um ein nachträglich einzuführendes Bekenntnis. Also, kurze Erläuterung. Also wenn jemand zu ThyssenKrupp geht und sich dort anstellen lässt, der muss sich nicht zum Grundgesetz bekennen. Ja? Wenn jemand bei Siemens sich anstellen lässt oder wenn man jemand sich bei der Stadt Düsseldorf im öffentlichen Dienst anstellen lässt, muss er sich nicht ausdrücklich bekennen. Ja? Sondern wir haben es hier ja nur mit der dritten Staatsgewalt zu tun, überwiegend, also Justiz, im Justizdienst oder auch in der Rahmen der öffentlichen Verwaltung, im Rahmen der Ausbildung von Juristen. Und diese, von denen man sowieso ausgehen sollte, sollten sie auf dem Boden des Gesetzes agieren mit allem, was sie tun, denn das sollen sie auch lernen und später auch als beispielsweise Organe der Rechtspflege entsprechende staatliche Mitaufgaben wahrnehmen. Da müssen wir eben die Frage stellen. Da stellt man eben die Frage, sollen diese Referendare, sollen die, die das Recht lernen, bei Gericht, bei Staatsanwaltschaften und so weiter und so fort, sollen die sich ausdrücklich zum Grundgesetz und zur Landesverfassung bekennen, ja oder nein? So, die Frage ist positiv gestellt, sollen sich Referendare künftig wieder verpflichten müssen auf Grundgesetz und Einhaltung von Grundgesetz und Landesverfassung. Wie gesagt, ausdrücklich. Durch eine egal. Ja, deswegen ja. Es ist ja keine Abstimmung, also ich möchte ganz gerne eben rasch das Meinungsbild abfragen. Ich wiederhole es ganz kurz. Sind wir dafür, dass Rechtsreferendare in NRW sich künftig wieder ausdrücklich zum Grundgesetz bekennen sollen? Landesverfassung. Oh, Verzeihung. Und oder Landesverfassung? Nee, und Landesverfassung. Ja, deswegen. Bekennen sollen. Wer dies so befürworten würde, möge dies bitte anzeigen. Wer würde dies nicht befürworten? Ich möchte trotzdem einfach nur für mich. Und von daher möchte ich dem Antragsteller mitteilen, dass das Gesamtbild nicht positiv ausfällt. Dankeschön. Genau. Dankeschön. Dann kommen wir zu Top 4. Anträge für das nächste Plenum. Diese Woche Freitag, zur Erinnerung, ist unser Antragsmambel. Ich wollte einfach mal kurz fragen, gibt es... Das war ein bisschen schnell so mit der Abstimmung. Ich konnte jetzt nicht wissen, wie viele jetzt genau... Das ist ein Meinungsbild. Nee, ist ein Meinungsbild. Keine Sorge. Kannst du protokollieren. Noch ein Meinungsbild. Außerhalb der Tagesordnung möchte der Abgeordnete Herrmann. Ich bitte nur um Ergänzung des Protokolls, weil so wie das jetzt dasteht, kann das im Nachhinein interpretiert werden. Und ich würde dazu vorschlagen, dazu zu schreiben, bei schwacher Beteiligung. Ich glaube, das kann man bei einem Meinungsbild machen. Es geht um das Abstimmungsergebnis des Meinungsbildes. Haben wir uns beteiligt? Hier jetzt keine Diskussion über die Beteiligung oder Nichtbeteiligungsform bei Meinungsbildern führen. Das können wir auch gerne auf Landesparteitagen oder Bundesparteitagen tun. Es geht nee, hier. Ob da jetzt Gesamtbild oder Meinungsbild steht, gut, also dann nehmen wir das, wie es heißt, Meinungsbild. So, fällt nicht positiv aus, wäre dann wortgetreu dem, was man halt so macht. Darf ich dann wieder zurückkommen zu Top 4, den Anträgen für das kommende Plenum, Ende des Monats. Wir haben diese Woche Freitag unser Antragsmambel und ich wollte ganz einfach fragen, inwieweit es schon erste Tendenzen, Bereiche gibt,
von Seiten der MDL für Freitag Dinge einzubringen, in der Hoffnung, dass wir es vielleicht schaffen, dass die Sachen schon mal partiell in der Rohfassung am Donnerstag rumgehen könnten. Ich habe da immer so ein bisschen die Hoffnung. Simone. Ja, ich habe einen Antrag, der ist nur vom Fließtext her noch nicht ganz fertig, könnte aber heute Nachmittag, spätestens morgen Nachmittag fertig sein, den könnte ich auch in den Umlaufbeschluss kippen. Oder müssen wir das, oder reicht das, wenn wir das am Freitag abstimmen? Ja? Gut. Es geht um die verpflichtende Kennzeichnung bei der Verwendung von Bisphenol A, was ja vor allem auch gerne in Getränkepackungen und anderen Konservendosen, anderen Lebensmittelpackungen verwendet wird. Schmeckt das? Das schmeckt leider nicht, das ist das Problem. Da ich nicht weiß, wie es schmeckt, genau, Toso. Danke, Simone. Daniel Schwert, Netnerd. Zwei Anträge habe ich vorbereitet. Zum einen, was ich letzte Woche schon angekündigt hatte, wo es um die Verschärfung der Störerhaftung, also diesen Gesetzentwurf geht. Da gibt es einen Antrag zu, der ist fertig. Den schicke ich rum, sobald der in Form ist. Und einen zweiten Antrag, wo es um den unter anderem um den SIM-Kartenangriff geht und also das ist ja nur ein Beispiel von einer Reihe von Angriffen auf Integrität von Menschheitskommunikation beziehungsweise kritischer IT-Infrastruktur im weitesten Sinne. Und auch dazu habe ich einen Antrag vorbereitet, der ist noch nicht ganz so weit, aber ich versuche das heute, sage ich mal, im Laufe des Tages rumzuschicken. Es gibt noch so die ein oder andere Antragsidee, die noch nicht so weit gediehen ist und wo ich halt nicht weiß, ob das jetzt bis Freitag klappt, weil wir ja im Moment auch keine Referenten in dem Bereich haben. Die Ausschreibung läuft, ja. Genau, die Gemalto-Klamotte zusätzlich wird ja auch mit kleinen Anfragen auch noch befeuert, auch in vielen anderen Bereichen. Übrigens auch danke dafür. Jetzt aus der Pipeline, ich weiß, kommt jetzt vielleicht unerwartet, gibt es weitere direkte Dinge, die man so kurz vorstellen kann? Momentan nicht, dann möchte ich halt daran erinnern, also Freitag, unser Antragsmumble, ganz regulär, dass wir da dann schon mal für kommenden Dienstag ein bisschen Zeit sparen können. Dann wären wir bei Top 5, das sind die Umlaufbeschlüsse. Ich habe keine Umlaufbeschlüsse von der vergangenen Woche zu vermelden. Dann wären wir bei Top 6, dem Bereich Sonstiges. Da gibt es entlang des Tagesordnungsleitfadens, eventuell habe ich einen Punkt übersehen. Ich sage es ganz kurz, zwei Veranstaltungen, eine Mammelgeschichte und Zukünftiges. Jetzt wollte ich ganz gerne anfangen mit Moni. Ja, ich wollte euch eben auf den Stand der Dinge bringen. Wir planen für den 17.04. eine Veranstaltung zum Thema offener Ganztag. Es wird eine Podiumsdiskussion. Wir haben die Villa Horion geblockt, also die bekommen wir für die Veranstaltung. Zu der Podiumsdiskussion haben viele Verbände zugesagt. Es kommt jemand aus dem Ministerium, es kommt jemand von der GEW, es kommt jemand von der Freien Wohlfahrtspflege, es kommt die Landeselternschaft Grundschulen. Das heißt, die sind eigentlich alle ganz heiß darauf, weil das Thema total brennt. Es kommt jemand von der Elterninitiative aus Bonn. Wir gehen im Moment aus von einer Beteiligung von ungefähr 100 Leuten. Also für 100 Leute ist die Veranstaltung ausgelegt. Ich bin im Moment so ein bisschen unruhig, weil ich nicht weiß, ob vielleicht nur 30 kommen, was ich überhaupt nicht glaube, oder ob nicht vielleicht noch mehr kommen, dass wir da Schwierigkeiten bekommen. Wir hatten schon miteinander gesprochen. Es sind so ein paar Leute am Rande betroffen. Das müssen wir nochmal gucken, dass wir uns nochmal zusammensetzen. Aber im Grunde steht die Veranstaltung steht. Der Ingo hat dankenswerterweise sich um Flyer gekümmert. Wir werden also 3000 offene Ganztagsschulen anschreiben, die Plakate bekommen, die Flyer bekommen. Ich weiß von ganz vielen, die gesagt haben, wir kommen auch, also die wirklich das großes Interesse daran haben. Wir klären gerade noch, wie das mit ein bisschen Essen und Trinken ist. Aber ansonsten läuft das Konzept, steht, ist alles gut, alles eingetütet, Zusagen sind da und ja, läuft. Moni, bitte nochmal, war das der 17.04.? Ja, das ist ein Freitag. Ja, das ist ein Freitag. Das Problem ist, da habe ich mich vertan, Entschuldigung, alles klar.
Ich dachte, die Villa Horion wäre da schon durch einen anderen Termin geblockt, ist aber nicht. Also ich habe die Zusage, das ist alles in trockenen Tüchern. Das ist alles, ja, ich hab jetzt einen Termin. Ist alles sicher. Hier im Landtag ist an dem Tag die Übergabe des Abschlussprotokolls der Enquete-Kommission. Genau. Das weiß ich wohl. Ja, ja. Deshalb haben wir auch gesagt, wir gehen lieber dahin, wenn dann hier sonst hier so ein... Das ist alles... Aber und das es, ist alles es gibt einen geklärt. Anderen Termin, der eigentlich im Plenarsaal stattfinden sollte, für dich im Jahr geht, der aber in die Villa Horion verlegt wurde. Und das habe ich jetzt verwechselt vom Termin her. Deshalb danke. Ja, ab 18 Uhr ist Einlass veranstaltet. Anfang wird es um 18.30 Uhr. Ich gehe aus, Ende so 21 Uhr. Was ich vergessen habe zu sagen, für die Moderation haben wir die Edda Dammmüller vom WDR gewinnen können, sodass ich denke, das ist halt auch relativ professionell. Ich hoffe mal richtig, dass das eine richtig geile Veranstaltung wird. So, kommen wir zum nächsten Schnittchenabend. Das ist die Veranstaltung Kommunales. Toso. Schnittchen, Schnittchen, Schnittchen. Genau, sehr schön. Naja, Schnittchen eigentlich unperfekter Haushalt. Immer mal eine Reise wert. Anmeldezahlen bis jetzt sehr gut. Also es haben sich bis jetzt schon 65 Menschen angemeldet. Finde ich ganz hervorragend. Wir haben ja auch fünf sehr schöne Slots. Also 65 Menschen außerhalb des Kreises der MDL. Ich habe euch noch mal eine Mail geschrieben. Ich bräuchte jetzt halt kurzfristig auch noch zurück von euch, wer kommt. Und von den Vortragenden bräuchte ich da noch mal zurück, wer was an Material braucht, ganz dringend. Einen Punkt habe ich völlig vergessen, bin ich gerade erst drauf gekommen. Auch bei der... egal. Wir haben das früher immer mit diesem Streaming gemacht. Jetzt haben wir aber gar nicht das Equipment aktuell, um fünf verschiedene Slots zu streamen, soweit ich weiß. Mein Fehler an der Stelle, macht es Sinn, da nachzulegen, dass wir solche Geschichten auch nächstes Mal entweder streamen oder zumindest aufzeichnen können? Es geht nicht darum, wirklich ein Kamerakind zu haben, sondern hinstellen, aufzeichnen. Trotzdem bräuchten wir fünf Kameras. Beispielsweise GoPros, die waren ja auch in einem anderen Konzept mal, oder sowas in der Art, in einem anderen Konzept mal erwähnt worden. Die könnte man da ja quasi mehrfach nutzen. Ne? Macht sicherlich mehr Sinn, als eine Kombi aus Laptop und Kamera wieder dahin zu stellen, die schwieriger einfach vom Handling sind. Können wir ja im Laufe des Tages auch noch überlegen. Ich würde einfach vorschlagen, wir erstellen eine Vorlage, reichen es im Vorstand ein. Und das ist, glaube ich, eher eine Budgetfrage als eine technische. Kriegen wir hin. Vielleicht finden wir sogar noch eine rasche Lösung für bis Samstag, unabhängig von möglichen Beschaffungen. Also man kann ja Dinge auch leihen oder so. Ja, und um es hier auch sofort zu klären, was die... Toso, was die technischen Bedingungen angeht, Beamer wäre gut. Ne? Ja. Gut, Toso wartet dann also sehnlichst die Rückmeldung aller. Meine steht auch noch aus. Und dann haben wir ganz kurz von der gestrigen Mumble-Sitzung Servicestelle Presse. Ich selber war leider zeitlich in verhindert bei einem Vortrag in Bergheim. Moni war netterweise kurz da. Ja, Nico auch, ne? Wenn ich das richtig sehe. Oh, Nico auch. Dann würde ich dich bitten, oder ich würde eigentlich alle bitten, die da sind, dann vielleicht sich da auch kenntlich zu machen und mich zu unterstützen. Ich muss das ja nicht notgedrungen alleine machen oder vielleicht komme ich dann einfach auch nicht, wenn ich weiß, dass jemand anders dann da ist. Es spielt auch, ist auch egal. Du kannst mich aber jetzt ergänzen, falls ich irgendwie was nicht auf dem Schirm habe. Ich sollte einmal noch den Lukas ansprechen, wie das ist, ob du vielleicht noch mal einen Beitrag zum Thema Cannabis machen könntest, weil irgendwie das in den sozialen Medien das Thema geht, wohl jetzt im Moment so ein bisschen wieder runter, dass man dann nochmal durch eine neue, was auch immer, das nochmal pushen könnte? Überlege ich mir, ja, irgendwann, aber ich möchte jetzt keine Sitzung sagen.
Nee, war jetzt auch nur so, ist gestern im Gespräch gewesen. Ich finde das ganz spannend, dass die zum Beispiel halt gucken, was in Social Media, wie bestimmte Dinge laufen, also was wie oft angeklickt wird, dass man so ein bisschen einen Überblick bekommt, ne, was läuft da gut, was läuft da schlecht, finde ich eigentlich von der Sache her ja, spannend. Dann war die Frage, wie das mit den Infos ist. Du gibst ja Infos an diese Gruppe oder an die Anita. Wann machst du das meistens? Dienstags um 14.30 Uhr. Also nach der Frasi. Da jetzt dieses Treffen immer montags ist und die gerne halt wüssten, was die Woche so ja, thematisch aufplöppt, möchte ich euch dann einfach bitten, wenn ihr was habt, mir das eben montags vielleicht in einer kurzen Mail oder so zuzustecken, wenn das für den Bund interessant sein könnte. Weil es geht ja immer darum, wieder noch Blogbeiträge, Themen zu generieren, die man veröffentlichen kann. Dann ist gesagt worden, dass hier aus der Fraktion Vorbehalte kamen, dass man nicht einen Blogbeitrag schreibt und ihn dann an die Bundespresse gibt, weil das würde vom Vorstand nicht so gerne gesehen. Genau, das war meine Reaktion auch. Hä? Ist auch nicht gesagt worden, wer? Nee, vom, ne? Hier von unserem Vorstand, wenn ich das richtig verstanden habe. Keine Ahnung. Das hat man mal so gehört. Also ich habe auch gesagt, da gibt es überhaupt gar keinen Grund für, warum wir nicht Blogbeiträge, sage ich mal, an die Presse vom Bund geben können, dass sie das da veröffentlichen, wo die einen relativ guten, großen Zugriff drauf haben. Oder sehe ich das, der Ingo sieht das anders, der stöhnt hier nämlich. Nee, das ist total kompliziert. Ja? Das wurde schon x-mal gesagt, deswegen, also ich sehe jetzt hier auch nicht die Nötigkeit, das zu wiederholen. Ich bin ganz irritiert. Also wenn die gleiche Frage immer wieder auftaucht, muss sie nicht immer wieder beantwortet werden. Ingo, jetzt doch. Ist doch gar nicht. Ich fasse mich kurz und versuche es völlig wertneutral zu formulieren. Ich kann mir nicht vorstellen, unter den gegebenen Umständen und das, was bisher gesagt wurde, dass der Vorstand irgendein Vetorecht oder eine Ablehnung, wie auch immer, formuliert hätte. Diese Aussage mit dem Vorstand ist meines Erachtens nach definitiv auf Irrglauben, Flurfunk und Gerüchteküche zurückzuführen. Die Probleme liegen ganz woanders. Und da haben wir jetzt schon in vergangenen Fraktionssitzungen immer wieder drauf eingegangen. Ich sage mal ganz salopp, wenn die Zulieferung nicht stattfindet, kann hinten auch nichts rauskommen. Und es ist halt tatsächlich in der Vergangenheit schon ganz oft so vorgekommen, dass dieser Wunsch von der SG Presse, diese Texte zuerst auf dem Blog der Bundespartei zu veröffentlichen, dann uns herangetragen worden. Und es gab einige MDL, die dann gesagt hatten, nee, ich poste das lieber zuerst auf meinem eigenen Blog oder ich poste das lieber auf der Fraktionsseite. Und von daher, aber da haben wir in den vergangenen Sitzungen schon drüber gesprochen und auch in diversen Einzelgesprächen. Aber ich glaube nicht, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, dass der Vorstand da irgendwelche Vorbehalte geäußert hat. Das war auch klar. Okay, von daher nochmal ganz kurz. Also es gibt hier bestimmt kein Veto oder irgendwas. Jeder, der sich bemüßigt fühlt, etwas abzuliefern, sei es für unsere eigenen Seiten, sei es für den Landesverband, sei es für die Bundespresse, kann dies gerne jederzeit tun. Wichtig ist vor allen Dingen, jetzt warte ich ein paar Sekunden, wichtig ist hierbei vor allen Dingen, dass bitte wenigstens Ingo in CC auch mit informiert ist. Oder nicht nur Ingo, sondern unsere Pressestelle, damit, wenn Rückfragen kommen, auch immer direkt darauf verwiesen werden kann, woher es kam, wohin es ging und worum es überhaupt geht. Weil man kann auch nicht selber immer und überall alles im wahrsten Sinne des Wortes monitoren. Okay. Ja, also im Großen und Ganzen war es das halt zu unserer Fraktion. Obwohl sich ja schon ganz viele Menschen angemeldet haben, es sind immer noch mehr Menschen herzlich willkommen, geht nochmal zum Kommunalvernetzungstreffen vom 7.3. Findet statt jetzt Samstag, 7.3. im Unperfekthaus. Ihr könnt euch immer noch gerne anmelden. Anmeldung ist wichtig, sonst können wir eure Tagespauschale da nicht übernehmen. So, ihr wollt ja schließlich zu uns.
Was aber auch noch als Nachfrage gekommen ist, ist, wann wir das nächste Treffen machen. Da müsste ich einmal von euch haben, würdet ihr so ein Treffen gerne noch mal vor der Sommerpause machen oder danach? Das vorher. Gut, alles klar. Danke, dann organisiere ich das. Nächste Woche Montag bin ich dann übrigens mit am Start bei der Mammelsitzung Servicestelle Presse. Dann haben wir noch einen Punkt, ganz kurz, der aufploppte. Wir müssen noch einen Punkt ansprechen. Ich weiß nicht, ob Toso oder Dietmar sich da gerade schon kurz geschlossen hatten. Es geht um die Benennung eines Sachverständigen im Rahmen der Verfassungskommission. Michel, du weißt das höchstwahrscheinlich auch. Lass mich das. Dietmar, ganz kurz. Ja, gut, die Verfassungskommission muss im Rahmen der Debatte um die Aufnahme der sogenannten Regelungen über die Schuldenbremse in die Landesverfassung debattieren. Das ist eben ein Slot dieser Verfassungskommissionsgeschichte. Und dazu sollen die Fraktionen Sachverständige benennen oder einen Sachverständigen. Jede Fraktion einen Sachverständigen, wahrscheinlich so wird das sein. Nur, um den Sachverständigen zu benennen, müsste man natürlich auch wissen, welche Stoßrichtung soll der Sachverständige denn so verfolgen. Und das sollte die Fraktion wissen oder sollte die Fraktion schon sagen, welche Richtung da gedacht ist. Also Aufnahme der Regelungen über die Schuldenbremse, die ja auch nur dann den weiten gestalterischen Rahmen ermöglicht, wenn sie in die Landesverfassung aufgenommen wird. Andernfalls bleibt es eben bei den knallharten Regelungen, wie sie im Bund geregelt sind. Einerseits, oder zu sagen, nö, wir wollen das nicht in der Landesverfassung haben. Ganz einfach gesprochen. So, und da müssten wir dann den Sachverständigen dann ausfindig zu machen, das hängt so ein bisschen eben davon ab, welche Grundhaltung hier vorherrscht. Ja? Und wenn die Fraktion sagt, wir wollen keine Regelung über die Schuldenbremse in der Landesverfassung haben, was aus meiner finanzpolitischen Sicht schlecht wäre, um es ganz klar zu sagen, schlecht wäre, wenn es nicht in der Landesverfassung stünde. Wir würden uns hier als Land Nordrhein-Westfalen eine Menge abschneiden und abgesehen davon haben wir ja auch die Position im Landesverband festgetackert, dass eben Ausnahme zur Schuldenbremse auch zum Beispiel Bildungsausgaben sein sollen, ja, dass die also von der Schuldenbremse ausgenommen werden sollen. Das wird wahrscheinlich so in diesem Rahmen nicht in der Verfassung Landes Nordrhein-Westfalen festgelegt werden können, aber zumindest bietet es uns natürlich die Möglichkeit, hier auch nochmal vielleicht sogar auch medienwirksam darauf hinzuweisen. So, das heißt also, wir brauchen eine Entscheidung darüber, welche Stoßrichtung verfolgt die Fraktion? Aufnahme in die Landesverfassung ja oder Aufnahme in die Landesverfassung nein? Und vor diesem Hintergrund können dann wir oder Toso, Michel und alle, die daran beteiligt sind, du bist dabei, automatisch, Toso, dann sich Gedanken darüber machen, erstens Fragen zu formulieren. Diese Fragen müssen auch bis zum 10. März eingereicht werden, wenn ich das richtig vernommen habe, und natürlich auch einen Sachverständigen benennen. So. Ich selber hatte auch schon aufgezeigt, stelle mich noch ein Momentchen zurück. Nico, Michel. Ja, danke Grumpy. Danke Dietmar. Ich hatte noch eine Rückfrage, nur eine Verständnisfrage zu deinen Ausführungen, Vorteilhaftigkeit der Einführung jetzt in die Landesverfassung. Hast du jetzt so dargestellt, dass es einen größeren Spielraum eröffnet, wenn man eine eigene Regelung einführt? Da habe ich ein Verständnisproblem, weil nach meiner so gelernten Rechtsauffassung ist es ja so, dass wenn der Bund was vorgibt, kann das Land ja nicht davon abweichen. Die Kurzformel, ne, Bundesrecht bricht Landesrecht, gilt ja auch für die Landesverfassung. Inwieweit würde denn da ein größerer Rahmen eröffnet, wenn doch der Bund das vorgibt? Und wenn man halt keine Regelung macht, dann gilt eben das Bundesrecht. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Dem Ansinnen zum Trotz, so leid es mir tut, die inhaltliche Diskussion, das ist ja genau das, wofür die Sachverständigenrunde dann da sich zusammenhocken soll. Es geht jetzt nur darum, ob und wie wir einen Sachverständigen benennen, nicht um die Frage der Schuldenbremse. Ich möchte da nur kurz darauf hinweisen. Da wird ja der Sachverständige ausgesucht, welche Meinung wir haben. Das
erstmal kurz, Michel? Ich mache jetzt eine andere Frage, die ist leichter, weil ich kenne die Diskussion jetzt seit ungefähr etwas über einem Jahr. Ich glaube, wir hatten genug Zeit, uns darüber auszutauschen. Ich stelle jetzt die Frage, Moment, ich muss sie positiv formulieren. Soll der Gutachter, den wir benennen, pro Schuldenbremse argumentieren, ja oder nein? Verzeihung, ich möchte gerne erstmal die Fragen auch sammeln. Ich selber habe nämlich mich zurückgestellt, weil ich halt selber sagen wollte, wir hatten das Thema auch gestern kurz in der Referentenrunde und von da gibt es die Empfehlung, ob man nicht jemanden benennen kann, der ganz bewusst kritisch beide Seiten hinterfragt. Das heißt also, wir gehen hin und wir sind die mit den Fragen. Denn ich sitze hier gerade neben den beiden links und rechts von mir mit die beiden Positionspapiermenschen. Ich habe so das Gefühl gerade, ich könnte hier von beiden Seiten gleich zerdrückt werden. Nein, überhaupt nicht. Also. Ich kann uns sofort einen Gutachter vorschlagen. Und genau, um jetzt hier mit Name-Dropping, mit Namen direkt um uns zu werfen, das ist ja genau die Frage, würde ich jetzt ganz gerne nochmal an Dietmar zurückgeben, dann können wir Michels Frage behandeln und dann wären wir hoffentlich schon fast bei einer Entscheidungsmöglichkeit. Dietmar? Was soll ich denn jetzt? Die Frage von Nico. Ich kann die Frage noch nicht beantworten jetzt. Ich suche gerade was. Dietmar sagt, er braucht für die Beantwortung der Frage gerade noch Zeit, Nico. Toso als Mitglied. Also die grundsätzliche Fragestellung auch in der Kommission ist die, was ergeben sich überhaupt für Spielräume? Also wir sind wirklich da noch an der Basisentscheidung quasi, ob es Sinn macht, überhaupt eine eigene Regelung da reinzuschreiben in die Landesverfassung, ob man sagt, wir verlassen uns auf das, was im Bund steht. Gibt es Spielräume, wenn wir es überhaupt da reinschreiben? Und wenn ja, welche? Wie kann man das ausformulieren? Da gibt es inzwischen ja auch Gutachten zu, die auch für uns alle einsehbar sind. Und die werden übrigens am 9.3. vorgestellt. Übrigens, kurzer Hinweis. Und von daher ist man genau an dem Punkt. Was Dietmar hier gerne anregen möchte, ist halt der innerfraktionelle Diskurs, den man dazu führen müsste, in welche Richtung wir denn überhaupt tendieren. Grundsätzlich. Und da würde es wirklich Sinn machen, dass diejenigen, die sich mit der Thematik oder für die Thematik interessieren, sich mal einfach zusammensetzen und sagen, lasst uns mal gucken, kann ja auch wirklich das Ergebnis sein, wir wollen das völlig neutral alles sehen und dann jemanden entsprechenden beauftragen, der es auch so neutral sieht. Von daher, ich glaube, das ist die Intention, die Dietmar hatte. Habe ich das richtig verstanden? Es geht wirklich darum, den Prozess jetzt anzuregen. Müsste halt nur kurzfristig sein. Danke. So, Nico, Michel? Ja, finde ich gut, dass ihr euch an der Stelle da einig seid, Toso und Dietmar. Inhaltlich habt ihr euch komplett 100% widersprochen. Ich weiß nicht, ob es dem interessierten Zuschauer aufgefallen ist. Die These, mit der Dietmar gerade gestartet ist und die mich zu meiner Nachfrage angeregt hat, wurde von dir jetzt gerade widersprochen oder widerlegt, ja, dass es eben nicht klar ist, was halt passiert, wenn man das auf Landesebene machen will. Und insofern kann ich dann auch Dietmars Ausgangsfrage jetzt nicht hier mit Abstimmung beantworten. Meine Position zur Schuldenbremse ist klar. Und für mich ist eben diese Frage entscheidend, ja, eröffne ich mir mehr politischen Handlungsspielraum mit so einer Regelung auf Landesebene, was mir erstmal per se nicht einleuchtet. Und wenn es mir eben keiner erklären kann, warum das vorteilhaft ist, dann werde ich das eben ablehnen, weil ich weitere Einschränkungen sicherlich nicht unterstützen werde. Insofern ist die Frage für mich, für meine Entscheidung, ziemlich von Belang. Aber wenn das halt offen ist, dann macht halt ein Gutachter, der da kritisch ist, und dann soll mir das auch recht sein.
Okay, dann kann ich nur sagen, das ist nicht richtig. Es ging eine Mail an alle rum, da stand genau, da wurde genau diese Frage aufgeworfen, nämlich brauchen wir oder wollen wir einen Mitarbeiter in die einen Gutachter in die eine oder in die andere Richtung benennen? Das Ganze wurde, ja, wir diskutieren das, wie gesagt, seit anderthalb Jahren. Jetzt geht es nur darum, es gibt schon zwei Gutachten, die sind uns allen zugänglich, die kann jeder lesen. Da steht auch drin, welche Möglichkeiten eröffnet eine Schuldenbremse auf Landesebene oder auch nicht. Das kann man sich alles durchlesen. Und jetzt geht es darum, dass die Fraktionen selber noch Gutachter benennen sollen. 100 Seiten gestern gekommen, zweimal. Das andere ist schon seit einer Woche da, genau. Ist aber auch egal. Ich will ja nur sagen, das kann man lesen. Wenn ihr fertig seid, mache ich weiter, ne? Es gibt zwei Gutachten, die kann man sich durchlesen. Ich habe nicht gesagt, dass man die schon gelesen haben muss. Ich sage, die kann man sich durchlesen. Und es gibt einen Zeitpunkt, und das ist in einer Woche, am 10.3., da muss ein Gutachter benannt sein. Und benennt den doch. Ihr seid dafür fachlich zuständig. Punkt, weiter. Und die Frage, die in den Raum geworfen war, wollen wir einen benennen, der sich positiv oder der sich negativ zur Schuldenbremse äußert? Diese E-Mail ist der Auslöser dieser Diskussion, die wir jetzt hier haben. Einen zu benennen und dem zu sagen, setz dich kritisch mit beiden Seiten auseinander, kann ich jederzeit machen, aber jeder Gutachter hat eine Tendenz. Und genau diese Tendenz ist die Frage, die abgefragt werden soll. Und dafür haben wir jetzt nicht noch mal anderthalb Jahre Zeit, sondern in einer Woche muss ein Gutachter benannt sein. Und das bedeutet, wir können jetzt auch nicht sagen, wir entscheiden das erst nächste Woche, weil wir müssen auch entsprechende Leute anfragen und wir müssen auch entsprechende Absprachen treffen. Das wisst ihr selber alle, wie das mit Gutachtern ist. Ja, dann benennen wir jemanden. Okay, gut. Wenn das die Entscheidung ist, dann benennen wir jemanden. Ich habe einen großen Würfel da. Also erstmal ist der Olaf dran. Da wir ja nicht alle unbedingt uns hier mit jedem Thema wirklich bis in die absolute Tiefe beschäftigen und diese Frage ist ja jetzt gerade vom Nico gestellt worden, denn das würde mich auch interessieren, das ist ja auch die Frage, wir reden ja auch nicht über die Schuldenbremse als solches, die lehne ich ab, aber sie steht nun mal im Grundgesetz und deswegen ist genau die Fragestellung, welche Möglichkeiten das Land dadurch hat oder so sehr, sehr wichtig, um das überhaupt entscheiden zu können für mich. Und denn es gibt jetzt zwei Gutachten, die das beschreiben. Wenn dann eine Frage an uns kommt, was meint ihr, dann erwarte ich eigentlich so ein bisschen, dass ich zumindest eine Zusammenfassung dann dieser Gutachten kriege, beziehungsweise da mal eben kurz erklärt kriege, was es sein soll oder was es nicht sein soll. Ich habe einfach nicht die Zeit, mich mit Themen immer in dieser Tiefe zu beschäftigen. Und deswegen finde ich es eigentlich ein bisschen unverschämt, hier gesagt zu bekommen, ja, da gibt es ja seit heute oder seit letzter Woche ein Gutachten, dann fass das doch mal eben den Inhalt zusammen und sag mir, was es da gibt. Weil, was soll's? Wenn du... Ja, dann entscheidet euch. Ich habe mich so ein bisschen geheim gemeldet. Leute, es kann wohl nicht wahr sein. Ich weiß, es gab einen Landesparteitag, nämlich das war der letzte. Da standen irgendwie gefühlt 50 Leute auf der Bühne. Da waren fast alle. Die Kamera lief und es ging um einen sogenannten Schuldenbremsantrag. Okay? Und alle sagten, jo, ich glaube, du standst auch mit auf der Bühne. Mhm. Richtig? Standst nämlich auch mit auf der Bühne. Also jetzt sich hier hinzusetzen, ich hätte jetzt gerne mal eine Zusammenfassung des Gutachtens oder der Gutachten, finde ich eigentlich kackendreist. Kackendreist für jemanden, der sich doch so intensiv sogar auf einem Landesparteitag in einen Antrag reingehängt hat. Und das betrifft im Prinzip alle, weil alle schreien hier immer gerne, nein, Schuldenbremse ist ganz furchtbar. Wissen aber anscheinend überhaupt nicht, über was sie reden. Und wissen überhaupt nicht, was sie ablehnen. Weil da müssen sie nämlich auch positiv sagen können und auch begründen können, warum sie denn möglicherweise dafür sind, dass die Schuldenbremse in der Landesverfassung keine Regelung findet. Findet aber auch nicht statt. Sondern wird gesagt, ja, Gutachten sind zwar da, wir hätten gerne bitte schön mal eine Zusammenfassung. Wer soll die denn liefern?
Mal ganz ehrlich, wer soll die denn liefern? Die Fachabgeordneten. Welche Fachabgeordneten? Jeder ist hier Fachabgeordneter. Jeder Einzelne ist hier Fachabgeordneter im Hinblick auf die Schuldenbremse, bezüglich auf sein Ressort. Ja, Soziales, Arbeit, Gesundheit, beispielsweise Kinder, Familie, Jugend, Bildung und so weiter. Jeder ist davon berührt. Und das sind nicht die Fachabgeordneten, das sind nämlich alle Fachabgeordneten. Und Leute, es geht doch gar nicht darum, wir müssen ja das heute nicht entscheiden. Wir können das einfach vertagen und dann machen wir dann einen Umlaufbeschluss zu und dann wollen wir mal gucken, wie der Umlaufbeschluss aussieht. Aber sich hier hinzusetzen, Michel und Toso oder die Fachabgeordneten sollen doch bitte schön darüber entscheiden. Ich meine, das können wir natürlich tun. Ja, so, dann bin ich auch noch dabei, weil ich bin nämlich dann auch Fachabgeordneter. Ach so, richtig. Ja, stimmt. Haushalt und Finanzen hat mit Schuldenbremse nichts zu tun. Also bin ich raus. Danke, dann lese ich mir auch das Gutachten nicht durch und dann lassen wir Toso, zwei Gutachten, dann lassen wir Toso und Michel darüber entscheiden, wie die Fraktion darüber zu denken hat, wie mit der Schuldenbremse in der Landesverfassung umzugehen hat. Ist das richtig? Haben wir das jetzt so verstanden? Und das wollt ihr alle so. Entschuldigung, ich spreche euch alle an, die ihr hier als Fraktionäre der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen am Tisch sitzt. Wollt ihr das so? Seid ihr so meinungslos oder wollt ihr eure Meinung delegieren? Dann reden wir auch über ein Delegiertensystem. Wunderbar. Das haben wir doch praktisch. Wie geil ist das denn? Dietmar, wir gehen jetzt nicht, wir fragen jetzt hier nicht den Meinungsstand aller im Einzelnen Schritt für Schritt ab. Michel, wir können gleich eine Abstimmung machen. Oh, der Toso ist noch dran. Also. Entschuldigung. Quatsch, niemals. Mein Mikro ist aber schon an, das tut mir total leid. Dann bitte Toso und dann Michel. Also. Zum einen, der Einsetzungsbeschluss ist von Mitte 2013. Da steht das mit der Schuldenbremse schon drin. Wer jetzt hier überrascht ist, der ist überrascht. Genau, wir lassen das einfach so. Dass das Thema in der Verfassungskommission auch wirklich besprochen wird, haben wir hier mehrfach reingetragen. Michel und ich haben auch mehrfach den aktuellen Sachstand der Kommission hier reingetragen. Auch wenn die Kommission immer öffentlich tagt, kann ich durchaus nachvollziehen, wenn der einzelne Abgeordnete das nicht immer verfolgt. Deshalb haben wir hier immer einen Sachstand abgegeben. Und wir haben auch immer noch mal auf das Arbeitsprogramm hingewiesen. Und wir haben, also zumindest mit Joachim und mit Dietmar habe ich des Öfteren darüber gesprochen, dass wir halt da durchaus ein divergierende Richtungen haben, Meinungen in der Fraktion, wie mit der Schuldenbremse umzugehen ist. Und wir müssten uns jetzt einfach mal wirklich sachlich damit auseinandersetzen. Das in der großen Runde zu tun, zeigt, die Diskussion hier gerade ist gescheitert, schon mehrfach. Von daher fände ich es total spannend, wenn wir uns kurzfristig in einer Runde zusammensetzen möchten, von den Menschen, die sich da wirklich fachlich einbringen möchten, die das jetzt auch meinen, kurzfristig doch mal tun zu können. Die beiden Gutachten, die jetzt hier im Landtag eingegangen sind, die sind zwar erst gestern und eins letzte Woche eingegangen. Gleichwohl befürchte ich, es sind nicht die ersten Schriftstücke zur Schuldenbremse, wo sich europaweit mit beschäftigt wird. Eventuell, selbst Zeitung, Piketty ist total toll auch, macht den Arm nicht so, das ist nicht schön. Nimm doch den anderen. Genau. Also genug Fachkram gibt es da. Ich werde hier keine 200 Seiten Gutachten zusammenfassen für irgendjemanden, der keine Lust hat, sich da selber drum zu kümmern. Wenn man die Zeit nicht findet, sich da selber einzubringen, dann muss man das halt anderen überlassen. Aber eine offene Gruppe sollte man da auf jeden Fall noch kurzfristig einmal anberaumen. Vielen Dank. Michel, Joachim. Also, die Schuldenbremse ist ein Thema, das... Die Schuldenbremse ist ein Thema, wo jeder anscheinend, oder sagen wir ein Großteil der Abgeordneten hier eine Meinung zu haben. Und das wurde immer wieder hitzig diskutiert und wir haben immer wieder unsere verschiedenen Meinungen auch ausgetauscht.
Und jeder wollte was damit zu tun haben und es gab sogar diesen Antrag, wo viele MDL mit auf der Bühne standen, wie der Dietmar das gerade schon gesagt hat. Nicht alle, aber immerhin viele. Jetzt zu hören, dann sollen das doch die Fachabgeordneten einfach machen und dann ist alles gut. Sagen wir mal, ist schwierig. Aber ich möchte darauf hinweisen und ich weiß, ich kapere jetzt seine Veranstaltung, aber der Gerhard wollte sich mit den beiden Referenten im Bereich Finanzen heute um 14 Uhr hier im Fraktionssaal treffen, um die Fragen zu formulieren für den Gutachter, für die Schuldenbremse, für die Verfassungskommission. Jeder, der möchte, kann da ja gerne hinkommen. Und dann können wir darüber reden. Da werde ich mich dann auch hinbegeben. Und ich hoffe, der Toso findet die Zeit. Okay, dann finde ich die Zeit. Und dann können wir darüber reden, in welche Richtung unser Gutachten gehen soll und wer der Gutachter sein soll. Da können Namen genannt werden, da können wir darüber diskutieren. Ich halte es für völlig verfehlt, jetzt zu sagen, dann sollen die Fachabgeordneten das machen. Ich halte es aber auch für völlig verfehlt, jetzt hier noch eine Stunde fachlich zu diskutieren, weil das führt einfach zu nichts. Wir müssen in einer Woche einen Namen genannt haben und alles, was wir hier gerade machen, ist die Wiederholung von dem, was wir seit anderthalb Jahren machen, nämlich eine Diskussion, wo ständig Fragen gefragt werden, warum, wieso, weshalb. Es werden Antworten geliefert, damit ist man nicht zufrieden und am Ende schiebt man die Verantwortung weg und die Verantwortung, die möchte ich gar nicht haben, weil wenn ich sie übernehmen würde, dann hieß es hinterher, die Entscheidung ist auf jeden Fall falsch, weil irgendeinem trete ich damit auf jeden Fall auf den Schlips. Wir müssen eine Mehrheitsentscheidung treffen. Und solange, wie wir uns darum jetzt gedrückt haben, die anderthalb Jahre, die hier diskutiert worden ist, auf den verschiedensten Ebenen, heute oder spätestens in ein, zwei Tagen bei einem Umlaufbeschluss ist der Zeitpunkt, die Hosen runterzulassen. Lecker. Joachim, Nico. Ich will mal versuchen, einen Link zu einer möglichen Fraktionsstrategie in diesem Punkt herzustellen. Und möchte mich dazu als Nichtfachabgeordneter nochmal dezidiert äußern. Meine Position ist ja bekannt. Ich gehe mal davon aus, dass all die Gutachter, die von den anderen Fraktionen benannt werden und die sich da auch schon schriftlich geäußert haben, ähnlich wie der Professor Dr. von der Humboldt-Universität, aus dem juristischen Umfeld sind. Das heißt, was da gespielt wird, ist politisches Tiki-Taka. Barcelonesisches Kurzpassspiel, aber den langen Pass in die Spitze können wir setzen, wenn wir als Gutachter einen kritischen Volkswirten benennen. Die Schuldenbremse ist für mich nach wie vor ein volkswirtschaftliches Thema. Und es gibt von meiner Position, Herr Dietmar, du weißt das, du magst mir das da verzeihen an dieser Stelle, keinen Grund zu sagen, dass das, was in Deutschland im Grundgesetz drinsteht, Schwachsinn ist. Und wenn ihr Spaß haben wollt in der Verfassungskommission, wollt ihr nicht? Ich habe das in einer Enquetekommission erlebt, da ist richtig Wind in der Bude, dann nehmt doch den Heinz-Josef Bontrup, der macht das sofort. Nico. Ja, ich finde es schade, dass wir, wenn es ums Politik geht, so schnell ins Unsachliche abgleiten. Tut mir leid, dass das an der Stelle passiert ist, wo ich einfach eine Sachfrage gestellt habe, die an mich, also daraus resultierte, dass an mich und an die gesamte Runde hier eine Frage gestellt wird. Man kann eben auf zwei Arten an der Stelle handeln. Das habe ich eben gesagt, die Fachabgeordneten sind normalerweise dafür zuständig. Dann sind sie auch dafür die Entscheidung in der Verantwortung. Und wenn man das nicht haben will, und das habe ich so deinen Worten entnommen, Michel, kann man natürlich die Gesamtrunde, das hast du gerade gesagt, ich zitiere da an der Stelle einfach, und wenn ich jetzt weiter ausführen dürfte, wenn man die Frage dann an die Gesamtrunde stellt, dann muss man natürlich auch sich um die Fragen kümmern, die auftauchen und dann auch vernünftig informieren. Und nichts weiter verlange ich an der Stelle und ich würde einfach dafür plädieren, dass wir sachlich weiterarbeiten an der Stelle und auf zynische Zwischenrufe und Gelächter und Kollegen hier lächerlich machen in der Runde verzichten, die nichts weiter versuchen, als ihren Job zu machen. Danke.
Also, jetzt wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst und die Vornehmheit hier soll siegen. Ja, ich bin dafür. Gleichwohl, ja, ich habe auch eine Wortmeldung. Moni, ja. Die Fragestellung, die du hattest, Nico, die soll natürlich nicht hier platt gemacht werden oder übergangen werden. Michelle hat das ja angedeutet, ich habe es eben auch schon gesagt. Es wird dann notwendigerweise einen Umlaufbeschluss geben, weil wir werden heute aufgrund des Informationsdefizits, welches partiell oder insgesamt herrscht, keine Entscheidung herbeiführen können. Aber es besteht die Notwendigkeit, dies bis zum 9. bzw. zum 10.3. zu tun. Bis dahin werden wir uns dann eben heute zusammensetzen, unter anderem auch um 14 Uhr, und da die entsprechende Vorbereitung leisten, um eben Fragen, die vielleicht schon gestellt sind oder möglicherweise noch gestellt werden könnten, gleich mit zu beantworten, die dann in den Umlaufbeschlussvorlage reinzuballern, erklären, erläutern, begründen, wie auch immer. Und dann mag dann allen Fragen gerecht geworden sein. Du, Moni, bitte. Ja, ich verstehe die Diskussion nicht. Ich habe mir mal diesen Antrag vom LPT angeguckt. Da steht, die Piratenpartei NRW widerspricht der These, das öffentliche Blablabla. Und dann steht, deswegen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Schuldenbremse auf Bundes- und Landesebene das volkswirtschaftlich Unvernünftigste. Diesen Antrag haben gestellt der Olaf, der Hans-Jörg, ich sage jetzt nur die hier aus, ne, der ist zurückgezogen worden. Dann bin ich da. Spielt aber keine Rolle, weil wenn ich mir die Namen durchlese, ist das die Mehrheit der Fraktion. Und dann ist das die Mehrheit der Meinung in der Fraktion. Und dann erwarte ich einfach schlicht und ergreifend, dass wir zumindest eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema jemanden beauftragen, der sich sehr kritisch damit auseinandersetzt. Ich glaube, das ist doch Konsens hier, oder? Ja, das, ne? Ja, deshalb habe ich das alles jetzt auch nicht so ganz, ist egal. Ja, aber das mit dem kritisch auseinandersetzen ist ja nicht Fisch, nicht Fleisch. Doch, finde ich schon. Nee. Dietmar, können wir folgendes Verfahren anwenden? Zum einen, heute Nachmittag ab 14 Uhr, morgen, reicht das? Morgen Umlaufbeschluss über die Grundausrichtung. Und übermorgen Kontaktaufnahme? Haut das hin? Übermorgen. Toso, Michel? Ich frage ganz bewusst. Du musst mich mit ansprechen. Reicht das zeitlich? Was? Das, was ich jetzt gerade sagte, Vorgehensweise. Das Toso. Vom eigentlichen mechanischen Ablauf funktioniert es sehr wohl. Die Frage, die sich uns halt stellt und die Dietmar netterweise jetzt auch schon fünfmal hier formuliert hat, ist, ob sich dann alle Fraktionäre genug eingebunden fühlen. Würde sich denn jemand gegen so eine Vorgehensweise jetzt konkret aussprechen wollen, aufgrund der Dringlichkeit dieser Frage? Daniel. Ja, ich verstehe immer noch nicht, was jetzt dagegen spricht, jetzt einfach hier ein Votum abzugeben und dann ist das Ding hier durch. Also ich habe eine Meinung, ich habe keinen weiteren Beratungsbedarf und ihr habt wenig Zeit. Toso, bitte. Und zwar ging es um die Formulierung von Fragen und das sollte heute in der um 14 Uhr erst geschehen. Und deshalb würde ich das Umlaufbeschluss, alles schön. Nico? Ja, Moni, genau das erwarte ich, dass ein Sachverständiger benannt wird, der kritisch sich dazu äußert und ich sehe auch, dass das hier weitgehend Konsens ist. Aber nochmal, die Frage, die uns herangetreten wurde, war, wir sollten jetzt für einen Sachverständigen plädieren oder für eine Ausrichtung unter der Prämisse, dass, und das hat Dietmar in seinen Eingangsworten gesagt, eine Aufnahme in die Landesverfassung einen größeren Spielraum eröffnet, also sozusagen auch gegen eine Schuldenbremspolitik sprechen würde. Das verstehe ich aber nicht, weil ich
würde eher sagen, wir suchen einen, der dagegen ist, sie in die, in die Verfassung aufzunehmen, eine landeseigene Schuldenbremse, weil es eben ein deutlicheres Zeichen dagegen ist. Das widerspricht aber gerade der Grundannahme von Dietmar. Solange die Frage hier für mich nicht vernünftig geklärt ist, kann ich diese Frage nicht entscheiden. Und das ist auch das, was Olaf sagt. Und deswegen, nein, Daniel, man kann jetzt nicht einfach sagen, hey, warum hauen wir das Ding jetzt hier nicht durch? Weil die Informationspolitik von den herantragenden MDLs im Moment noch etwas unzureichend ist. Und ich wünsche mir da einfach nochmal Aufklärung an der Stelle. Mehr nicht. Eine Verständnisfrage. Ich frage nochmal nach. Du möchtest gerne, dass der Dietmar oder jemand, der dazu in der Lage ist, uns erklärt, warum die Aufnahme in die Landesverfassung ein Vorteil gegen die, also warum das eigentlich gegen die Schuldenbremse ist, weil das verstehe ich auch nicht. Wenn man das vielleicht in 3 Sätzen erklären könnte, das wäre sehr nett. Da stimme ich dir durchaus Moment. Zu. Toso. Ja, die Schuldenbremse ist im Grundgesetz relativ knapp gehalten, vorsichtig formuliert, und überlässt den Ländern null Spielraum, im Gegensatz zum Bund übrigens, der durchaus immer noch 0,15% des, ich glaube, des Haushalts als Neuschulden aufnehmen darf, die an keiner Stelle gedeckt sein müssen. Würden man jetzt die im Grundgesetz genannten Regelungen einfach auf die Länder übertragen, hätten wir hier in NRW, also als Land, null Spielraum. Dann muss man das einfach einhalten und fertig. Würde man eine eigene Regelung in die Landesverfassung packen, hätte man durchaus noch Spielräume. Und genau das ist in den beiden Gutachten benannt. Und nein, ich schaffe nicht, die zusammenzufassen. Also, wenn man das selber in die Verfassung schreibt, hat man halt noch Gestaltungsspielraum, verweigert man sich komplett, also als kompletter Landesgesetzgeber, nicht für uns als Fraktion. Dietmar, der Nico meldet sich übrigens, weil der Grumpy gerade raus ist. Hat man halt null Gestaltungsspielraum. Übrigens gibt es von Bundesebene entsprechende Zeichen, dass man sagt, diese 0,15%, um die es da noch geht, da könnte man ja durchaus eine Aufteilung zwischen der Bundesebene und den Ländern an irgendeinem Punkt hinkriegen. Allerdings sehe ich das da ähnlich wie Dietmar und Joachim. Ich würde es sehr viel sinnvoller halten, wenn wir da halt einen Volks- und Finanzwissenschaftler, gibt ja auch Leute, die durchaus beides sind, damit beauftragen zu schauen, welche Spielräume haben wir denn jetzt wirklich und macht es dann Sinn oder verweigern wir uns da total. Aber genau an der Stelle sind wir. Was ich übrigens an der Diskussion sehr schön finde, ist, dass wir uns wieder über ganz viel drumherum riesig in die Köpfe kriegen, aber inhaltlich nicht wirklich weit auseinander liegen. Danke. Nico, du hattest dich gemeldet. Danke für die Erläuterung. Ich habe sie vernommen. Ganz zufrieden stellt mich das nicht, weil eben für mich nicht klar ist, wenn du sagst, der Bund die Bundesregelung lässt keinen Spielraum zu, dann kann man sich darüber als Landesgesetzgeber nicht hinwegsetzen. Also entweder es gibt Spielraum oder nicht, aber müssen wir nicht jetzt hier klären, dann würde ich einfach per Mail vielleicht um eine Erklärung an der Stelle bitten, das hier abzukürzen, möchte aber noch einen zweiten Gedanken mit hinzugeben, warum ich eher das skeptisch sehe, das in die Landesverfassung aufzunehmen. Einmal angenommen, die politischen Verhältnisse würden sich durch ein kleines politisches Wunder auf Bundesebene ändern und diese Schuldenbremse würde wegfallen, wäre sie weiterhin auf Landesebene durch die Aufnahme in der Landesverfassung existent, was mich dann nochmal zusätzlich skeptisch werden lässt. Und dann möchte ich es auch mit der politischen Bewertung an der Stelle belassen, weil ich glaube, jeder hat mitbekommen, wie ich zu dem Projekt stehe. Danke. Michel. Um noch ein Add-on zu geben zu dem, was der Toso gerade gesagt hat und deine Frage ein bisschen zu beantworten, lese ich eben 2 Sätze aus dem einen Gutachten vor. Das grundsätzliche Verbot der Kreditaufnahme gilt ab 2020 unmittelbar auf Basis des Grundgesetzes. Eine Übernahme in Landesverfassungsrecht ist nicht notwendig. Die übrigen grundgesetzlichen Vorgaben bedürfen jedoch der Umsetzung in Landesrecht, insbesondere im Hinblick auf die Ausgestaltung von Ausnahmen sowie im Fall von Konjunkturschwankungen und Naturkatastrophen bzw. außergewöhnlichen Notsituationen. Und das steht im
Grundgesetz, in dem Gesetzkommentar, in dem Gesetzänderungskommentar auch drin, dass die Länder sich da eigene Regelungen geben sollen. Und um diese Regelungen geht es ja im Moment auch bei der Diskussion um die Schuldenbremse hier auf Landesebene. Danke, Michel. Ich hatte das, Nico, jetzt grinst nicht so, ich hatte das einleitend bei den Erläuterungen zu meiner Fragestellung auch erwähnt, wie zum Beispiel die Ausnahme, die wir im Landesverband hier vom Landesparteitag gefasst haben bezüglich der Bildungsausgaben. Das geht nur, indem wir es in der Landesverfassung entsprechend regeln. Regeln wir es nicht, brauchen wir uns nicht mehr Gedanken darüber zu machen, jedenfalls nicht auf Landesebene. Das ist das, was eben auch aus dem Gutachten hervorkommt. Nee, ist so. Es ist einfach so. Die Ausnahmen, die beschrieben werden können im Rahmen der Landesverfassungsgesetzgebung, die es eben auf bundesgesetzlicher Ebene nicht gibt. Das ist die Ermächtigung, die den Ländern tatsächlich eine Abweichung vom Bundesrecht ermöglicht. Nicht einfach gesetzlich. Nur auf Verfassungsebene. Gleicher Rang. Verfassungsrang. Landesverfassung, Bundesverfassung, Grundgesetz. Okay, Frank. Ja, dann ist immer gut, sich mit den Gutachten zu beschäftigen, auch wenn sie halt erst kurz vorliegen. Ich lese einen anderen Satz vor. Diskussionswürdig ist jedoch, ob der Landesgesetzgeber hinsichtlich der Regelungsebene der Ausgestaltung einen Spielraum hat. Wie später gezeigt wird, ist es zwar zu empfehlen, dass die Regelungen zumindest teilweise auf Verfassungsebene erfolgen. Davon zu trennen ist jedoch die Frage, ob dies auch grundgesetzlich zwingend ist. Also es gibt Spielräume, kann man regeln, aber das Grundgesetz hat auch gibt den Ländern Freiräume, unabhängig davon, ob jetzt hier was in der Verfassung in der Schuldenbremse geregelt ist oder nicht, die Schuldenbremse in der Verfassung geregelt ist oder nicht. Wie auch immer. Es wäre toll gewesen, eine Ausarbeitung der Gutachten hier vorliegen zu haben, um diese Frage zu entscheiden. Haben wir jetzt nicht. Hier geht es ja um einen Gutachter, ob die Schuldenbremse in die Verfassung aufgenommen werden soll. Hier geht es nicht um Schuldenbremse, ja oder nein. Da hat die Partei eine klare Position. Also ich wäre dafür, einen volkswirtschaftlich orientierten Verfassungsrechtler oder verfassungsrechtlich orientierten Volkswirtschaftler als Gutachter zu benennen. Nur kurz die Anmerkung, das war das Gutachten, was erst sehr spät gestern rumging, heute Nacht. Ja, von daher bitte ich da von der genaueren Ausarbeitungskritik abzusehen. Mir übrigens auch. Also tut mir leid, Leute. Das ist eine Konsummentalität. Entschuldigung, dass ich das einfach mal anmerke. Es ist eine Konsummentalität, eine Sesselpolitik-Einstellung, wie sie landläufig zu erkennen ist, so nach dem Motto, macht mal. Und wenn ihr was habt, dann bratet mir das mal schön vor. Also sich hier hinzusetzen, zu sagen, wir befassen uns nicht damit, wir möchten bitte eine Zusammenfassung der Gutachten haben, andernfalls finden wir das total doof, das hast du jetzt auch gerade wieder gemacht. Es wäre schön gewesen, wenn wir hier eine Zusammenfassung und eine Vorbereitung hätten. Leute, dann lass uns doch am besten gar nicht mehr politisch diskutieren, weil wir nämlich alle nicht vom Fach sind. Frank, bitte. Also es wurden doch gerade diese Gutachten relevant gemacht für die Fragestellung und es wurde auch eben gesagt, das eine liegt schon seit einer Woche vor. Wir können natürlich auch hingehen und sagen, das machen wir, jeder muss das tun, um hier eine Entscheidung zu treffen oder jemand bereitet das vor, wer auch immer. Also ich habe eben vernommen, dass jeder da hätte reingucken können, wurde gesagt. Und da stelle ich mir die Frage, sollen tatsächlich 19 sich das erarbeiten? Wenn Sie mitdiskutieren ne? wollen, ja. Ja, dann stellt nicht solche Fragen, die wir entscheiden sollen hier. Nee, du musst für dich dann auch mal sagen, nee, ohne Tatsache. Zeit für mich drum zu kümmern, macht ihr das. Ich möchte... Uns ist eine Frage gestellt worden. Herr Nico hat das eben lang ausgeführt. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Marc Oliak, ich bin der PGF der Piratenfraktion. Falls man mich gerade nicht hören kann im Stream, es findet im Hintergrund eine nicht so ganz geordnete Diskussion mehr statt. Leute dazwischen. Zu diesem Zeitpunkt vertage ich die Entscheidung,
in welcher Ausrichtung die Schuldenbremse gefällt wird, auf eine weiter stattfindende Diskussion ab 14 Uhr hier in diesem Saal. Denn wir haben einen nicht unerheblich wichtigen Teil im nicht öffentlichen Bereich, der ebenfalls sehr kritisch ist. Wir werden die letztliche Entscheidung, wie wir uns zur Schuldenbremse verhalten, in einem öffentlichen Umlaufbeschluss tätigen, sodass dies auch wirklich für die Nachwelt nachvollziehbar ist. Von daher möchte ich mich ganz herzlich bedanken, verweise auf einen der kommenden Termine zum Schluss, wo dann wohl am 10.3. genau das geschehen wird. Es wird der Abschlussbericht oder Teil des Abschlussberichtes der Chemie-Enquete hier vorgestellt, und mit diesen Worten am 10.3. für den 10.3. verabschiede ich mich aus dieser Runde, und wir gehen dann jetzt in den nicht öffentlichen Teil. Vielen herzlichen Dank.